Gefolgt von Nils Ole. Ah, wer kann noch den zweiten Platz behalten? Jetzt geht's hier gleich wieder ganz schön eng zur Sache. Die beiden behaken sich hier. Ah, geht alles sauber vonstatten. Kopf an Kopf jetzt Richtung Karussell. Die 872 übernimmt dann die Führung. Jan-Henrik Dethchen geht als Erster ins Karussell. Fabian Hugrewe auf seinem Civic, der so ein bisschen dem Feld hinterherhetzt, aber am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt, das ist immer so, wenn ja viel passiert. Aber die beiden machen das da vorne schon richtig gut. Jan-Henrik und Nils Ole, die kloppen sich da, aber passt schon, alles im fairen Bereich, alles sieht schick aus, alles tutti. Ich bin mal wieder informiert worden, also die fahren im deutschen Jugendcup normalerweise die beiden. Das erklärt auch, warum die beiden da vorne so Schraube machen. Die Autos, die kennen ihre Kisten, die wissen genau, was sie damit anstellen müssen. Aber dafür bleibt da gut dran mit seinem Civic, der weiß auch schon, was er tut. Wieder rein ins Karussell, leider sieht man da hinten ja nicht so wirklich viel von den Autos, selbst von hier oben nicht. Aber da kommen sie wieder. Oh, gesunden Abstand für Nils Ole Dethchen, das Ding hat er sicher in der Tasche hier.